Um uns auf die große Schlacht vorzubereiten, brauchen wir die Hilfe unserer Feinde. Doch der Weg dahin ist gefährlich und führt durch die unterschiedlichsten Welten. Und damit willkommen zurück bei Witcher 3. Wir sind mal wieder in Novigrad, in der wunderschönen, ja, Schenke im Kabarett von Rittersporn. Und die Quest heißt Letzte Vorbereitungen. Also ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende langsam näher. Und wir haben aber einiges noch zu tun. Zuallererst müssen wir mit Avalach sprechen. Ich würde sagen, zumindest das machen wir zuallererst, denn der ist direkt hier in der sogenannten Rubin-Suite, die... Ja, das kann man machen, die ist schick. Also das ist ja wirklich ein schickes Zimmerchen. Wahrscheinlich sogar größer als meine Wohnung. So, Avalach, moin. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarith sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Inspiriert? Aber inwiefern inspiriert? Das heißt? Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal. Aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Okay. Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich. Und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Gels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist... Wissen wir, im Land der Enelle. Land der Enelle? Du entsinnst dich nicht? Immerhin warst du doch einige Zeit mit Eredin unterwegs. Das Land des Erlenvolks. Die Welt, in der wir vor Jahrhunderten ankamen und die jetzt unsere Heimat ist. Die Roten Reiter kommen von dort. Und dort werden wir Gels finden. Na gut. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten, aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen, und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe, zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Aber selbstverständlich. Gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Ah! Er war harmlos. Sieh mal einer an. Alle Wege führen zurück zu diesem Haus. Ist ja unglaublich. Im Keller also. Ah! Die Passage stimmt. Ist hier. Hier hatten wir was entdeckt. Und hier ist jetzt scheinbar das Portal aufgetaucht. Da wären wir. Sieh mal einer an. Komm, Geralt, sag es. Gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Cirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Ich dachte, er sagt jetzt, ich hasse Portale.
Ich hasse Portale. Na, ist schön. Er hat's gesagt. Aber sehr cool. Und ich glaube, ich erinnere mich an die Quest und ich glaube, die war verdammt geil. Weil man jetzt halt wirklich einige Welten bereist. Oder auch nicht. Oder auch doch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ui. Doch, ich erinnere mich. Das ist die Quest, die ist super cool. Als ob ich überladen wäre. Jungs, ich bin nicht überladen. Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Ja, warte, bin ich wirklich überladen? 163 von 190. Bin ich nämlich nicht. So. Spiel sagt, ich bin's doch, weil Spiel ist aus irgendwelchen Gründen doof. Was für ein Ort ist das doof. Hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Okay. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten, bis zum letzten Tropfen. Es läuft eben am Ende doch alles aufs Gleiche raus. Ah, das Portal. Juhu. Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Na gut, dann hoffen wir, dass es wirklich nicht mehr lange dauert. Was ist los? Oh nein. Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Spiel, ich bin übrigens nicht überladen. Ich finde es schrecklich, dass das Spiel sagt, ich bin überladen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich mich gerade nicht schnell bewegen soll, damit man halt die Gespräche hört. Weil kämpfen geht ja gerade ganz gut. Es werden immer mehr. Aber schnell laufen ist halt nicht. Wir können sie nicht alle besiegen. Sobald sich das Portal öffnet, musst du hinter mir hineinspringen. Ich verstehe es nicht. Warum bin ich angeblich überladen? Warum? Herrlich. Zwei, eins, sehr gut, auf den Punkt. Was für ein Glück. Ah, nee. Okay, egal. Hauptsache durchs Portal durch. Aber ich bin angeblich immer noch überladen. Und hier sind wir alleine. Das ist gar nicht mal so gut. Ich muss aber erstmal gucken, weil hier müssen wir rennen. Warum bin ich überladen, sag mal? Das verstehe ich nicht. Warum sagt das Spiel, ich bin überladen? Habe ich... Hier. Doch, hier habe ich auch mein Ding drin. Mein breites Kreuz. Ist ja frech. Warum bin ich angeblich überladen? Ich bin nicht überladen. 163 ist weniger als 190. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So gut war ich in Mathe. Aber gut, Wegwerfen, was weiß ich. Die ganzen blauen Gedönssachen können wir wegwerfen. So, verkaufen mache ich ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht.
Reicht das jetzt? Okay, das reicht scheinbar, damit wir nicht mehr überladen sind. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Da vorne ist das Portal, da müssen wir hin. Okay. Hier ist sie. Sie. Sie, die Portal. Wir wissen alle, dass das so richtig ist. Das Ding ist. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend ganz aus. Genau, diese Dämpfe sind super gefährlich. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Diese Dämpfe sind super gefährlich. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. So. Aber ich muss sagen, ich finde diese Welt super cool. Die ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, diese Welt. Das Medaillon vibriert. Oh! Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, okay. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich dachte, hier geht's weiter. Ups. Oder geht's hier sogar weiter? Ah, könnte sein. Warte, wir gehen hier einfach mal weiter. Im schlimmsten Fall sterben wir und müssen nochmal. Aber hier geht's auf jeden Fall wieder hoch. Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Ja, wenn du sie nicht meiden kannst, Geralt, dann ist das schwierig. Wir müssen jetzt irgendwie darüber. Schaffen wir das? Sind wir schnell genug? Wir versuchen es einfach mal. Lauf, 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 lauf. Oh, das war knapp. Holy. Das war mega knapp gerade. Oh, das schaffen wir nicht. Oh, das schaffen wir doch. Okay, okay. Sind wir hier richtig? Ich lauf mal Richtung Questmarkierung. Ich lauf mal Richtung Questmarkierung, sagte ich. So. Da vorne ist das Portal. Okay. Wir laufen hier rüber. Wir laufen nicht da unten durch. Okay, da oben ist noch Luft. Okay, wir versuchen es mal. Hier ist Luft. Okay, und dann laufen wir hier rüber und dann durchs Portal durch. Sehr gut. Da ist es. Die Frage ist, wo kommen wir als nächstes hin? Unter Wasser. Okay. Na, das geht ja. Da vorne ist ja direkt das Portal. Kann man sich hier umgucken? Sieht man hier irgendwas? Nein, okay. Okay, hier ist kalt. Hier ist es offenbar richtig kalt. Oh, kalt. Sag ich ja. Ich nehme mal, keine Ahnung, Art. Und Quen wieder. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Warte. Und ich muss geschützte Stelle. Passage schnell finden. Wo ist denn hier eine geschützte Stelle? Hier nicht. Ach, das hier ist eine geschützte Stelle, ne? Ja. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Okay. Hier ist eine geschützte Stelle. Die Frage ist, kriegen wir auch irgendwie wieder Gesundheit dazu? Das wäre super. Ach, das ist keine geschützte Stelle? Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Ah, nein, kein Problem. Gott sei Dank. Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Oh, das ist das Portal. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Ja, Geralt. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Oh. Wie lange dieser Schneesturm schon andauert. Okay, und ich kann nicht meditieren. Ich bin ja fast tot, Leute. Ich bin fast tot. Kann ich nicht irgendwie... Kann ich nicht... Also, kriege ich irgendwie wieder Leben dazu? Okay, wir versuchen es mal so. Okay, das geht gut. Unser Schild hält soweit. Wir kriegen ein bisschen Leben dazu.
Das hat diesmal überhaupt nicht gut funktioniert. Puh. Natürlich. Was sonst? Oh Gott. Oh, das ist gut. Ich brauche Leben, Jungs. Haut mich. Schlagt mich. Los, gebt es mir. So kriegen wir ein bisschen Leben wieder dazu. Könnt ihr mich bitte treffen, wenn ihr mich schon schlagen wollt? So, okay. Nochmal, komm. Dafür ist dieses Schild halt super sinnvoll, ne? Auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Leben gibt, aber immerhin ein bisschen. Und eventuell hilft uns das zumindest dabei zu überleben. Okay. Versuchen wir mal, ob das hier nochmal klappt. Mit dem Schild. Ja, das klappt sogar sehr, sehr gut. Okay, das heißt, ich würde als nächstes hier rein. Okay, wir sind fast full life. Dann machen wir diesen Trick doch nochmal. Scheint ja ganz gut zu funktionieren hier. Soweit. Wir müssen nur gleich, wenn der Balken leer ist, schnell sein. So, hier können wir rein. Okay. Ich würde sagen, wir stecken nochmal dieses blöde Schwert weg, dann sind wir nämlich ein bisschen schneller. Okay. Ja. Das war mein Plan. Und hier ist eine Feuerstelle. War das nicht so, dass Feuerstellen ein Wärmen? Ah, guck mal, Feuerstelle. Ich habe bestimmt Feuerstellen übersehen. Oh Gott. Egal. So. Hier wieder raus. Da oben ist, glaube ich, noch eine Tür. Ist das da oben eine Tür, durch die man durch kann? Wir versuchen es mal. Okay, hier ist zumindest eine Treppe. Aber sonst halt nix. Das ist super. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann leider immer nicht alles haben. Dann rennen wir weiter. Okay, hier ist es sicher. Und geschützt. Hier drin sowieso. Habe ich da gerade was gesehen mit Anzünden? Nee, aufnehmen. Er will's Tagebuch. Ja, schön. Bringt mir nichts. Ich will Feuer. Da unten sind Feuerschalen. Okay. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum hier Feuerschalen sind. Aber klar, hier ist kalt, hier fühlt sich die wilde Jagd natürlich äußerst wohl. Okay. Schnell wieder ans Feuer und weiter. Da vorne müssen wir, glaube ich, hin. Da unten müssen wir rein. Okay, wunderbar. Und da brennt auch ein Feuer. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt.
Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie noch nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Tet Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Aber warum nicht? Gels zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gels ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Wie geil wäre es, wenn man in Witcher 4 irgendwie Ciri spielt und dann auch durch die Welten reisen kann. Das wäre so geil. Das wäre wirklich super cool. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Wahrscheinlich jetzt. Sag ich ja. Reise in die nächste Welt. Tirnalia, Palast des Vizekönigs Gels. Siehst du wohl, wir sind da. Ich meine, schick, glaube ich. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gels Hauptquartier. Nett. Wirklich nett. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Ui. Hm. Schöne Stadt. Freut mich, aber wirklich. Dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Ich will die Stadt erkunden. Lass mich die Stadt erkunden. Wie schön das ist. Auch mit den Wasserfällen und so. Hä, wie hübsch. Ich will diese Stadt erkunden. Ich will da runter. Wirklich. Die können mir doch nicht so eine schöne Stadt zeigen und mich nicht darunter lassen. Ich will Nebenquests machen in dieser Stadt. Und warum sind in diesem Spiel alle nackt? Wer ist das? Und warum? Was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kreivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Catmill. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krevan? Ihre Größe vielleicht. Sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Ich glaube, es ist besser, wenn wir nüchtern bleiben. Außerdem, wer weiß, was er uns ins Getränk mischt. Wir sind nicht zum Teetrinken hier. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Nope. Glauben wir nicht. Aber... Nein,
Man muss nehmen, was man kriegen kann. Ehrlichkeit ist keine Facette eurer Spezies. Also hör auf, Gift zu spucken. Das bringt dir nichts. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Wie klein Geralt im Vergleich zu dem Kerl ist. Und das Bild ist wunderschön. Sie schielt ein bisschen. Die Frage ist, sehen wir jetzt ein neues Land? Oder kehren wir jetzt einfach zurück? Okay, wir kehren zurück. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst, weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, ich will den Traum auch sehen. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Immerhin, der Plan scheint funktioniert zu haben.
Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Er ist billig davongekommen, hat uns Ratschläge gegeben, eine Geschichte über einen Sonnenstein erzählt. Er hat uns seine Zusage gegeben, dass er Eredin nicht unterstützen wird. Und das ist ziemlich viel. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Natürlich! Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Aber wir haben Hurensohn Junior ganz eindeutig getötet. Ich schwöre, also mit Sicherheit haben wir das. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch, ihr... Kackfrösche! Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Vielen Dank. Angst? Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Aber wirklich. Sehr, sehr seltsam. Da wird fleißig trainiert, sehr löblich. Alle anderen gucken einfach zu. Nicht so löblich, aber gut. Sollen sie machen, was sie wollen. Hauptsache, sie lassen uns in Ruhe. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Er lügt, töte ihn. Nein, natürlich nicht. Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo hab ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das?
Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Das wäre schön gewesen. Also, überhaupt nicht. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Na immerhin. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, er nimmt den... Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Was ich sagen wollte, ich dachte, Dudu hat die Gestalt des Hexenjägerchefs angenommen. Also, das hat mir zumindest vorgeschlagen. Die gerade ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Das ist doch gut. Da hat sie sehr viel gelernt, die Gute. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite brennen. Und der Weg ist ganz schön weit. Aber ich glaube, da vorne ist der goldene Stör. Götter, wer sind... Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut. Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jugend, der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener.
Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Jetzt interessiert mich, was denn? Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Und wie wir das werden. Also gut. Zu Waldo, wer auch immer das ist. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Körper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Und so schließt sich langsam der Kreis. Und da ist offenbar Waldo. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Guten Tag, guten Hallo. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Natürlich. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt.
Natürlich machen wir mit. Wir wollen doch, dass der gute Mann sein Geld bekommt. Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Kann ich nicht Plötze nehmen? Ich darf es mir gar nicht aussuchen. Aber er sieht aus wie Plötze. Oh. Start verpasst. Nein. Lauf kein Mist zusammen. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. So, ich nehme mir mal diesen Vorsprung hier, ja? Schneller, du bummelst! Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Der Weg hier ist relativ schwer zu sehen, finde ich. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Ach, schön. Die Quest ist irgendwie gerade so schön unbeschwert. Oh, gewonnen. Also, glaube ich. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbring doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Weißt du, es geht mich nichts an, aber... ich bin froh, dass du und Yennefer wieder zusammen seid. Ich auch. Du hast dir Zeit gelassen. Wir mussten uns wohl mit dem Gedanken erst anfreunden. Und wie war es? Du weißt schon, als der Wunsch vorbei war, was hast du gefühlt? Tja, da standen wir nun, wir zwei, auf dem Berggipfel. Ich sah sie an und spürte, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Endlich. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach. Wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Hauptsache manchmal ablenken. Wünschte ich könnte sein wie sie. Betrunken oder albern? In beiden Fällen hast du heute gute Chancen. Das meine ich nicht. Ich wäre gern gewöhnlich. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt. Du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Na, so lange wahrscheinlich nicht. Was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo.
Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Wie könnten wir Nein sagen? Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Egger, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Ich sehe auch schon unseren Weg. So, wir sind drin. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne eine Möglichkeit, die Stalltüren von innen zu öffnen. Also da ist auf jeden Fall eine Wache. Okay, der schläft aber, wie es aussieht. Ich gucke einmal hier rüber. Aber hier ist auch nur ein bisschen Loot. Wir machen mal die Kerzen aus. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal runter. Was soll schon schief gehen? Ich hoffe nichts. Ah, da ist der Schlüssel. Okay, jetzt machen wir die Tür auf. Durch. Und nun? Endlich. Okay. Sehr schön. Ein Pferdchen freut sich auch, dass es frei ist. Cool. Juhu! Wir haben es geschafft! Toll gemacht! Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert! Danke, Geralt. Das war super! Ja, schöne Abwechslung vom Monstertöten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön. Dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Und das war scheinbar die Quest mit Ciri und ihrer Zirkustruppe und Haste nicht gesehen. Sehr, sehr schön. Weil das war wirklich eine schöne Quest, wie sie sich bei allen bedankt, immer noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommt. Das war sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge mit den letzten Vorbereitungen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.